Wichtiger als die richtige Antwort ist die richtige Frage. Ich habe als Kind gelernt, Fragen zu stellen. Besser gesagt, ich habe es nicht mal gelernt, ich habe es automatisch gemacht. Kinder können ganz schön nervig sein. Kinder stellen Fragen über Fragen über Fragen. Und viele Eltern haben keine Lust, diese Fragen zu beantworten. Es gibt Kinder, die fragen so viel, die fragen einem die Ohren vom Kopf. Warum? Weil es kluge Kinder sind, weil es intelligente Kinder sind und weil sie sich über alles Gedanken machen. Und leider wird vielen Kindern in der Schule abgelernt, Fragen zu stellen. Es wird ihnen gelernt, dass sie funktionieren, dass sie wie 30 andere Kinder in ihrer Klasse alles das Gleiche lernen und so gut wie möglich keine Fragen stellen. Fast keine Lehrer haben gerne Fragensteller in der Klasse. Es gibt ein paar wenige, die sagen, ich finde das toll, das Kind ist intelligent, es traut sich zu fragen. Aber eigentlich ist so ein fragenstellendes Kind ein riesiger Störfaktor in der Klasse. Der Lehrer kommt nicht weiter mit seinem Stoff, die anderen Kinder müssen warten. Einige verstehen die Frage womöglich nicht einmal. Teilweise verstehen die Lehrer selber die Frage nicht einmal, weil Kinder einfach bessere Fragen stellen können, weil Kinder hinterfragen. Und das geht so weiter. Es gibt auch solche Kinder, die zur Uni gehen und dann auch ganz viele Fragen stellen. Ich habe noch in den 80er Jahren in München studiert und wir hatten wunderbare Professoren. Diese wunderbaren Professoren haben sich über jede einzelne Frage gefreut. Je mehr Fragen, desto besser. Fragen sind wichtiger, teilweise wichtiger als die Antworten. Die richtige Frage kann mein Leben retten. Ja. Sie kann dafür sorgen, dass ich Dinge verstehe, die ich sonst nicht verstanden hätte. Aber es wird vor allen Dingen jungen Menschen zurzeit immer mehr abgelernt, auch an den Unis, schon seit Jahren, Fragen zu stellen. Wir sollten das hinnehmen, wie es ist. Wir sollten das hinnehmen, so wie wir es lernen. Es wird uns auch von der Politik erzählt, aber auch von Wissenschaftlern. Wir sollten die Wissenschaft nicht hinterfragen. Nein, These, Antithese, verschiedene wissenschaftliche Standpunkte. Nein, nein, nein. Es gibt nur eine Wissenschaft. Es gibt nur eine gültige Wissenschaft. Das erzählt uns auch die Bundeskanzlerin dauernd. Wir verlassen uns auf die Wissenschaft. Aber was ist Wissenschaft? Es gibt verschiedene Wissenschaften und es gibt manchmal auch Wissenschaften, die Jahre später widerlegt werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die Jahre später widerlegt werden, wo es dann heißt, ui, es war doch ganz anders. Ich komme auf dieses Thema, weil ich gerade hier in Mexiko sehr, sehr viele Erfahrungen mache, die mir auch einige Fragen beantworten. Und ganz vorneweg jetzt, nein, ich habe bis jetzt hier absolut keine bewusstseinserweiternden Mittel, nennen wir es mal ganz vorsichtig so, damit ich diesen Begriff nicht benutzen muss. Keine bewusstseinserweiternden Mittel genommen, gar nichts, null. Sie wissen, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche auch nicht. Aber ich habe auch keine, es gibt hier so Mittel, so verschiedene Dinge, die auch von Schamanen gerne benutzt werden und die dazu führen sollen, dass man ganz tief in seine Seele hineingucken kann, dass man auch andere Dimensionen erleben kann. Ich habe es alles nicht gemacht. Ich habe mich auch mit Schamanen unterhalten und sie haben mir gesagt, du brauchst es nicht. Du machst es anders. Aber ich habe andere Dinge gemacht. Ich habe sogenanntes Sound Healing gemacht. Ich liebe Sound Healing. Ich bin jetzt, seit ich hier bin, seit ich das gemacht habe, verschiedene Male, auch bei verschiedenen Menschen, Sound Healing und auch Vibrational Healing. Klingt toll, ne? Es ist einfach Musik, die auf den Körper Einfluss ausübt. Und die Klänge sind teilweise dann auch so stark, der Körper wird dann auch vibriert mithilfe dieser Klänge. Das ist unfassbar. Und da schafft man es tatsächlich, zumindest schaffe ich es, aber auch viele andere Leute offensichtlich, tatsächlich Zugang zur Seele zu bekommen, zur aller tiefsten Seele. Und ich habe Zugang bekommen. Und ich möchte Ihnen kurz, weil einige haben gesagt, wir wollen ein bisschen über Ihre Erfahrungen wissen. Und das sind jetzt einige Erfahrungen, die ich teilen kann. Es gibt noch mehr, es kommen noch mehr, es kommen auch noch ganz andere Dinge. So, aber im Rahmen eines solchen Soundhealings oder
Musikheilung, wie man es nennen möchte, Musik- oder Töneheilung, normal ausgedrückt, nicht in diesem schicken englischen Wort. Im Rahmen dessen ist meine Seele auf die Reise gegangen und ist auf die Reise gegangen durch das Universum. Und ich bin zurückgekommen und ich habe gesagt, es ist unglaublich. Fragen stellen. Ich habe mich immer gefragt, weshalb ist das Universum eigentlich dunkel? Weshalb wird uns erzählt, dass das Universum dunkel ist? Und ja, meine Frage wurde beantwortet. Ich bin durch das Universum gereist, meine Seele unendlich schnell. Es gab auch kein Ende und kein Anfang. Es war einfach, es ging immer weiter. Ich wollte auch nicht zurückkommen. Ich wollte absolut nicht zurückkommen. Ich wollte weiterfliegen. Es war so ein wunderbares Gefühl. Und das Universum ist hell. Es ist ganz hell. Es ist taghell. Ja, und wenn man dann darüber nachdenkt, dann denkt man ja, wieso ist das eigentlich so, dass uns immer gesagt wird, das Universum ist dunkel, unsere Galaxie ist dunkel. Die Galaxien, die ich gesehen habe, sind nicht dunkel, sie sind hell. Vielleicht ist unsere Galaxie dunkel, kann sein. Ich bin auch erst durch ein Stückchen Dunkelheit gegangen, das war aber ganz kurz nur, wirklich ganz kurz. Warum versucht man uns zu erzählen, dass es dunkel ist? Weil die Dunkelheit uns natürlich mehr Angst macht als die Helligkeit. Wir sollen ja nicht den Tod umarmen. Wir sollen ja nicht Freude empfinden und sagen, hurra, da ist jemand gestorben, die Seele ist in ein anderes Leben gegangen. Nein, wir sollen ja Angst haben vor dem Tod. Denn nur mit dieser Angst hält man uns hier auf diesem Planeten, hält man uns hier klein, wenn man so möchte, gefangen oder unter Kontrolle. Wie gesagt, ich habe schon in vielen Videos erzählt, wenn wir keine Angst hätten vor dem Tod, wenn wir uns freuen würden und würden sagen, wir müssen alles hier so gut und so richtig wie möglich machen und nur dann kann unsere Seele wachsen. Es wäre ein anderer Planet. Es gäbe ein paar, zwischen Klammern, Verrückte womöglich, die ihr Ego in den Vordergrund stellen würden. Aber es wäre nicht möglich, alle Menschen auf diesem Planeten so zu kontrollieren, wie es jetzt gerade passiert. Es wäre nicht möglich, weil das Ego würde nicht eine so große Rolle spielen und auch die Angst nicht. Denn wir würden sagen, okay, wenn es so ist, dann muss unsere Seele halt gehen. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Das habe ich jetzt gesehen, auch auf dieser Reise. Es war so wunderschön. Und es waren übrigens ganz viele Wesen in diesen Galaxien, in diesem Universum da. Wir waren nicht alleine, ich war nicht alleine. Meine Seele hat sie gesehen, überall. Ich habe sie begegnet, ich habe sie gesehen, ich habe gewunken. Gewunken, symbolisch gewunken. Es waren wunderbare Wesen. Sie sahen nicht aus wie Menschen, sie sahen auch nicht aus wie Tiere. Aber es waren ganz, ganz, ganz viele verschiedene Wesen. Teilweise mit eigenartigen Köpfen, mit eigenartigen Formen, es waren mehr Formen und Farben. Es war verrückt und es war alles voller Liebe, voller Licht. Es war wunderschön. Es war auch nicht wie in manchen Filmen so eine Wiese mit wunderbaren Blumen und blauen Himmel. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur unendlich viel Licht gesehen, ich habe unendlich viele Wesen gesehen. Und ich habe mich wunderbar wohl gefühlt und ich wollte gar nicht mehr zurück. Alles war gut, alles war gut. Und ich habe mit dem Schöpfer gesprochen und ich habe einfach gesagt, ich mache, was immer du richtig hältst für mich. Ich übergebe mich. Mach, was du willst mit mir, mit meiner Seele. Alles ist gut, solange ich nur dieses wunderbare Gefühl behalten darf. Solange ich mich nur so gut fühlen darf. Es war so wunderschön. Und dann waren es 4 Stunden später. 4 Stunden später, als diese ganze Session, wenn man so will, diese Session vorüber war. Ich wusste gar nicht, ich dachte, es wären 2 Minuten gewesen. Aber es waren 4 Stunden. Es war ein wunderbares Erlebnis. Ich werde auch noch mehr darüber berichten. Ich werde auch einiges aus diesen Erfahrungen auch teilen. Noch einiges werde ich teilen. Das zum Thema Fragen stellen.
Es ist wichtig, dass wir uns die Fragen stellen und nicht immer alles so hinnehmen. Ist es wirklich alles so, wie uns erzählt wird, oder ist es vielleicht alles ganz, ganz, ganz anders? Wir sollten niemals verlernen, Fragen zu stellen. Und wer die richtigen Fragen stellt, der lernt unheimlich viel. Und manchmal sind die Antworten auch sehr unbequem. Aber das sollte uns nicht davon abhalten.